Es war gestern, da sah ich ein Funkeln zwischen den Bäumen. Ich ging hin, wollte nachsehen, was es sein könnte und erkannte eine mystische Gestalt zwischen den Büschen und Bäumen. Langsam bewegte ich mich darauf zu, es starrte mich mit großen schwarzen Augen an. Schritt für Schritt näherte ich mich, doch es starrte mich weiter an. Mein Herz klopfte gewaltig und der Schweiß lief meiner Stirn herunter. Ich war nur noch einen Meter entfernt und streckte meine Hand in Richtung dieser merkwürdigen Gestalt. Ich sah nur die Augen, dieser Blick, der immer größer wurde, je näher ich kam. Es raschelte, ich war nur noch 20 Zentimeter entfernt. Plötzlich sprang es heraus und schrie: Hilfe, Hilfe, hier ist jemand ohne Maske und Sicherheitsabstand. Zu Hilfe, Polizei oder Ordnungsamt. Diese Gestalt war eine Frau mit Maske und sie war außer sich. Sie lief schreiend davon. Ich musste in die Hocke gehen und durchatmen. Dann ein lautes Geräusch. Sorry, musste pupsen.